Hallo meine Schnuffels und herzlich willkommen wieder zurück zu Satisfactory. Ja, so langsam kommen wir hier in die Puschen und ich würde mal sagen, wir arbeiten jetzt eiskalt mal daran, das Hub-Upgrade 5 zu machen. Ja, ich glaube, das mit dem Zement bekommen wir relativ zügig hin. Haben wir hier noch Zement? Nein. Haben wir noch Limestone? Nein, aber wir haben da hinten unseren Mini-Bohrer. Da können wir mal schnell hinrennen. Zumindest müssen wir nicht mehr ständig da hoch, wenn wir Kupfer wollen. Das bringt uns ja auch schon ein paar Meter voran. Und dann gucken wir einfach mal weiter, ne? Grab all. Ja, das wird reichen vorerst. Vorerst, sagte er. Denn wir wissen ja noch nicht wirklich, was da alles noch auf uns zukommt. Huiuiuiui. Hier. Concrete. 33. Komm, so viel brauchen wir gar nicht. 5 Stück reichen eigentlich, aber ich... Ach, Moment, ich hatte doch noch Steine in der Box, oder? Ich hatte doch noch Steine hier. Ja, ein. Aber gut. Passt schon. So. Iron Plates da rein. Kupferkabel. Ja komm, Kupferkabel können wir schnell machen. Das geht zügig. Da bekommt man ja einiges für seine Rohstoffe. 500 Stück brauchen wir. Das ist zum Glück ein bisschen übertrieben. Naja, gut. Ist ja auch wirklich relativ günstig. Und wir haben die Kupferquelle ja hier gerade vor der Haustür. Auch die Iron Plates. Reicht das noch für die 500? Ich hatte hier noch Kupfer, oder? Jawohl. So. Wunderbar. Ein ganzer Stack fertig. Kann ich euch bitte mal zusammenlegen? Danke. Iron Ore, kann ich das mal reinschmeißen? Oder ist das schon dauerhaft voll? Ja, das ist dauervoll. Ja gut, da muss man es manuell verkraften. Einfach mal Stück für Stück immer mal ein paar Ingots pressen. Erinnert mich bitte daran, dass ich nie wieder was aus dem Miner manuell rausnehme, was nicht verarbeitet ist. Moment. Bäh. Eklige Rohmaterialien. Na gut. Iron Plates produzieren wir ja nebenbei drüben. Mal wieder gucken, wie viele fertig sind. Könnte aber auch ein bisschen zügiger laufen. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin. Keine Panik. Auf der Titanic. Denn die ist ja eh schon untergegangen. Da bringt die Panik auch nichts mehr. Und. Gleich haben wir's. So, Iron Rods. Guck mal, 129 Stück raus. In der Zwischenzeit werden halt noch Platten produziert. Ist ja auch absolut in Ordnung. So. Und fertig. Nein, nicht ganz. Ich kann mir hier noch die Iron Plates holen. 18 Stück nur. Aber eventuell kann ich mir halt mal ein bisschen Eisen abgreifen. Ist das auch schneller hin? Gas und Turbo Boost? Naja, ich denke nicht. Weil ich brauche ja auch die Platten. Ich glaube, es wäre vielleicht doch sinnvoller, wenn ich auch mal hier ein bisschen abgreife. Das manuell mache. Da kommen wir doch ein bisschen zügiger voran. Die ganze Zeit warten darauf, dass irgendwas passiert.
Ist ja auf Dauer auch nicht so toll. Gut, da haben wir zwar wieder eklige Rohressourcen in der Tasche, aber hey. Who cares? Obama cares. Und diesen Spruch werde ich auch nie wieder los, ne? Ja komm, geht doch ziemlich zügig, ne? Nicht mal eine Sekunde oder so. Da haben wir, also pro Sekunde ungefähr 2 Ingots, wenn wir gedrückt halten. Das passt dann schon. So. Ja. Dann noch ein paar Iron Rods. 21 Stück, um genau zu sein. Na komm, machen wir auch noch ein paar Iron Plates. Helf mal da ein bisschen mit, ne? So. Und das nächste Upgrade ist fertig. Sehr gut. New Buildings, New Equipment, New Player Text. Congratulations, you have unlocked Hub Feature, Molecular Analysis Machine, also known as the MAM. Building, Biomass Burner. Building, Space Elevator. Equipment, Object Scanner. Equipment, Beacon. Oh, ein Storage Container, das ist nicht schlecht. Congratulations, you succeeded in every provided task. On behalf of Fixit Incorporated, I thank you for your current and future service. Additional knowledge. The hub terminal has been converted to give access to milestones there to ensure you progress along Fixit approved protocols. Ein Space Elevator? Full Resource to Complete Project Assembly. Opportunity to send samples of xenobiology and other materials I deem relevant to R&D in exchange for appropriate rewards. Oh, aus Holz kann man Biomasse herstellen. Future developments should be aimed at constructing the space elevator and thus initiating project assembly. Good luck. Conveyor-Splitter, ah. Besser Storage Box. Das nimmt ja gar kein Ende hier. Ist auch gut, sehen wir uns mal um. Haben wir neue Einrichtungsgegenstände? Oha. Press to mom. Oh, da können wir Futter herstellen. Pellberry. Achso, wir können es analysieren. Gut, machen wir. Analysieren wir ein bisschen. Warum denn nicht, ne? Mom, du mal bitte analysieren. Und das dauert ganze 5 Minuten. Gut, die Pellberry können wir wieder zurückwerfen. Das andere Zeugs auch. Bringt tut es uns ja so gesehen nischt. So, können wir die Pellets jetzt da reinwerfen? Nein, Wood. Ja gut, verbrennst du erstmal. Dann verbrennst du. Für 6 Sekunden. Das ist immerhin länger als 0,75, ne? Hui, manchmal sind ein paar Sekunden ja ziemlich lang. Guck mal, da steigt sogar die Kapazität an. Weil gerade gegenwärtig nichts läuft. Ja gut, Holz. Wie können wir effizient Holz farmen? Na komm, ich wollte eigentlich nichts kennen, aber gut. Machen wir mal. Dann können wir mal hier reingucken. Guck mal, ein Objektescanner. Iron Fort Iron Plates, Beacon, Screw. Da haben wir ein Beacon. Mal einen machen. Wir brauchen 3. Und dann fehlt es uns an Kupferkabeln. Weißt du was? Ich hole mir mal von da oben ein bisschen Kupfer ab. Wenn es schon hier rumliegt, ne? Da muss man das auch nutzen. Wieder ziemlich zügig hier. Hoppala. Na gut, das Grünzeug können wir auch mitnehmen. Gegen ein Ding anzulaufen ist ja auch irgendwie doof. So, jetzt geht's. Erstmal Gas geben. Guck mal, wie es da durch den Boden durchglitscht. Das ist ja nett. Zumindest funktioniert das. Ich habe keinen Unterplatz mehr. Doch, hab ich.
Put, 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 put. So, so, so. Dann schauen wir mal, was dieser Scanner so kann, ne? Wie heißt das so schon? Probieren geht über Studieren. Alles klar, ich brauche Wires. Die bekommen wir hin. Gehen ein paar mehr. Dann brauchen wir Hammer. Achso, Objektscanner. 50 Schrauben. Ist, glaube ich, auch das kleinste Problem. Nö, ist es nicht. Iron Rods. Können wir gerne auch ein paar mehr machen. Und dann noch ein paar Screws. So. Was fehlt noch? Achso, ich habe noch ein Beacon fehlt mir noch. Jetzt machen wir 3 Stück. Reinforced Plates fehlen da noch. Alles klar. Sonst noch Wünsche? Ja gut, zumindest kommt da was zusammen. Ist ja auch nicht verkehrt. Und dann war das andere. Brauchen wir wieder Schrauben. So, jetzt muss es reichen, oder? Jetzt fehlen wieder Schrauben. Juhu. Moment, ist es richtig hier? Objektescanner, alles klar. Schrauben. Gibt es irgendwie Batterien, wo man den Strom zwischenlagern kann? Hier bin ich falsch. Weil wenn die ganzen Maschinen hier stehen, ne, damit man halt zwischenlagern kann. So. Kann ich das in die Hand nehmen? Oh, damit kann man Slack suchen. Wollen wir jetzt wirklich Slack suchen? Und dass die Smelter-Anzeige da hinten von der To-Do-Liste immer noch hier ist. Das nervt ein bisschen. Alles klar, das Teil. Der schlägt ja aus. Juhu! Mom, was sagst du? The analysis of Palberry is completed. Please choose a new specimen. Ja, ja, confirm. Paleodictyop red berries or pale berries can be added to the object scanner catalog after unlocking the new blueprint in Hub Tier 1. Ist gut. Machen wir. Immer mit der Ruhe. Eins nach dem anderen. Und rein da. Viel Spaß. Oha. Das machst du gut, Mom. Das freut mich. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier vorankommen. So. Ich wollte mal gucken, ob es hier irgendwie Powerline Biomass Burner. Aber ich will gucken, ob es Batterien gibt. Tier 1. Tier 0. Jetzt sind die ganzen Snap-Upgrades. Was brauchen wir für Utility? Will ich die Splitter zuerst haben, oder? Ich denke, ja. Ja gut, machen wir zuerst die Splitter. Meine, was soll denn der Geiz, ne? Select Milestone. Zack, zack. Zack und zack. Wires sind das kleinste Problem. Da muss man sich einfach nur hinstellen und blöd gucken. Und im blöd gucken macht mir keiner was vor. Da bin ich der Beste drin. ...66 Stück haben wir schon drin.
knapp 400 kommen wir damit hoch. Vielleicht haut es ja hin. Ich habe es jetzt nicht überschlagen. Denn ich bin ein friedlicher Mensch. Und ein friedlicher Mensch überschlägt nichts. So, komm. Nochmal Kupfer holen. Also schon mal ein Traum, dass wir es nicht von Hand machen müssen. Aber ich könnte mich genauso gut den ganzen Tag hier hinstellen. Und darauf warten, dass es zu mir kommt. Nee, komm. Wir brauchen eine ganze Menge Kupfer. Und die müssen es auch einsammeln. Hallo, wo rennst denn du hin? Und ich hoffe mal, meine Tastatur ist jetzt nicht so laut, weil ich die ganze Zeit am Dauerbashen bin. Da geht es auch mit gedrückter Taste. Nee. Ich muss Dauerbashen. Hallo, ich häng fest. Geh mal halt hier lang. Ist mir auch recht. Ist die Maschine eigentlich voll? Die Maschine ist hier, haben sie mal gesagt. Ja. Ist auch schon wieder ewig hier. Oh, guck mal. Nehmen wir einfach mal mit. Kann das Band hier wieder in aller Ruhe volllaufen. Währenddessen nehme ich noch ein bisschen mehr mit. Er ist ja wirklich wie ein Factorio. Nur, dass man bei Factorio halt die Taste gedrückt halten kann. Und nicht da bashen muss. Ja. Kann ich auch irgendwie das umstellen, was er das scannen tut? Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Parastlax auch brauche. So. Ja, wunderbar. Gerne ein paar mehr. Braucht man ja ständig für irgendeinen Krampf. Weißt du was, mach trotzdem noch ein paar mehr. Mach den einen Stack da weg. So. Eisenplatten? Ja gut, du hast ja nie was auf Lager, ne? Ja komm, das können wir so auch mal machen. Schadet uns nicht. Dass wir da ein bisschen nachhelfen, damit wir es in dieser Folge noch fertig kriegen, dieses Upgrade. Man malt erstmal die Rotz. Und es wird auch dauern, bis da eine 200 steht, ne? Guck mal, 34, 35, ich glaube in dieser Folge wird das leider nichts mehr. Das ist schade. Aber da machst du halt nichts. Wenn du nichts machst. Warum sage ich immer scht? Man weiß es nicht. Ich weiß es ja selber nicht. Aber ein bisschen Eisen umcraften. Ich glaube, das haben wir jetzt bis jetzt am meisten gemacht, ne? Bevor wir jetzt Maschinen haben, müssen wir es immer noch von Hand machen, damit wir vorankommen. Ist ja ekelhaft. Guck mal. Immerhin 110 Stück. Iron Plates werden ja nebenbei produziert. Das passt dann schon. Vielleicht hätten wir noch Roheisen in dem anderen Gerät gehabt. Im Smelter. Hätte ich gucken können, ne? Ich habe nicht gemacht. So. Zack, zack. Schauen wir auch gleich mal nach Eisenplatten, wie es da wieder aussieht. 26 Stück. Da komme ich nicht mehr durch. Aber ich probiere es trotzdem immer wieder aufs Neue. Guck mal, hier haben wir noch Iron Ore. Wird das hier weniger? Das müssen wir mal beobachten, ne? Bei mir scheint es so, als würden hier die Dinge aktualisiert werden. Ja gut. So, hast du wieder eine neue Platte für mich? Anscheinend nicht. Nun gut. Und weiter craften. Fehlt ja nicht. Oh. Ja gut. Viele Iron Ingots habe ich ja gar nicht mitgenommen. Schande über mein Haupt. Na gut, das Rumstehen hat eine gute Sache. Wenn man von diesen ganzen Effekten da absieht, ja durchs Licht flackern, bleibt die Datei schon klein. Na, das war's dann auch wieder mit den Vorteilen. So.
86 Stück benötigen wir. Wenn ich mir jetzt nicht verrechnet habe. Und ich verrechne mich gern. Also, Iron Rods, die gehen zum Glück zügiger voran. Wie gesagt, ich möchte dieses Upgrade in dieser Folge noch haben. Koste es, was es wolle. Und dann können wir nächste Woche eventuell mal wieder so eine kleine Erforschungstour machen. Wobei wir sollen vielleicht auch mal gucken, ob es da eventuell noch Dings gibt. Ihr wisst schon, noch bessere Waffen. Ja. Guck mal, ich habe es hier umsehen. Rüber. Und rüber und ein Launchpad. Milestone reached. Conveyor belts can now merge and split to increase the complexity and efficiency of your factory. The productivity display will help you measure and improve the productivity of individual buildings to aid with optimization. Ich dachte, ich bekomme was, nicht, dass ich irgendwas loswerde. Kann ich jetzt Moment, Q? Logistics? Jawohl, kann ich. Fliegt einfach so ein Pot weg. Achso, ich glaube, ich habe mir die... Der Pot ist mit den Ressourcen weggeflogen, oder? Oh. Naja gut, meine Schnuffels. Ich würde mal sagen, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Miau. Und tschüssili.